Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch so einen gemixten Haul, sage ich mal, denn ich war in mehreren Geschäften unterwegs. Mal bei DM, dann war ich auch mal bei Müller. Dann habe ich noch so ein paar High-End-Sachen von MAC und Lancôme und auch etwas, was ich bei Amazon bestellt habe. Alle Produkte hier vor meinem Tisch haben mit dekorativer Kosmetik zu tun. Und ich glaube, das interessiert bestimmt viele von euch. Hoffe ich zumindest. Wir fangen an mit den Sachen, die ich bei DM gekauft habe. Und zwar sind das zwei Foundations. Einmal die von L'Oreal, die Indefectible 24 Hours Matte Foundation. In der Farbe 30 Honey habe ich mir die geholt. Und die habe ich auch schon öfters aufgetragen und ich finde die wirklich super. Also die sorgt wirklich dafür, dass mein Gesicht von morgens bis abends matt bleibt und ja, ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Dann eine Foundation von Max Factor und zwar die Skin Luminizer Foundation in 60 Cent habe ich mir die geholt und die kommt auch voll cool mit so einem Pumpspender, das mag ich ja. Die habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Die habe ich aber immer mit anderen Foundations gemischt. Also ich habe die jetzt noch nicht pur aufgetragen. Dann zwei Concealer. Und zwar einmal von Astor, den Skin Match Protect Concealer. Die sind neu. Da ist Astor mit einer neuen Reihe rausgekommen, auch mit Foundations. Puder weiß ich jetzt nicht, aber Concealer, wie gesagt, war auch dabei. In der Farbe 001 Ivory mit Vitamin C und E. Und der hat auch so einen coolen Applikator. Den habe ich auch schon öfters ausprobiert. Halt nicht zum Highlighten, weil so hell ist der nicht. Ich habe den immer nur für unter die Augen benutzt. Und ich muss sagen, das Produkt, der Concealer an sich, ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall schon bessere aus der Drogerie gehabt. Aber das ist komplett die Verarsche. Also hier sind angeblich 7 Milliliter drinne. Und ich habe den, wie gesagt, bestimmt allerhöchstens 5-mal schon aufgetragen. Und der ist fast leer. Also hier ist so viel Luft in der Tube drinne. Ich finde das voll die Verarsche. Und der war jetzt auch nie so billig. Ich weiß jetzt nicht, 7, 8 Euro, keine Ahnung. Ich habe den Kassenbon auch nicht mehr. Ja, der Concealer ist okay, aber ich finde, das ist ein bisschen verarscht, weil hier in der Tube sehr, sehr, sehr viel Luft drin ist. Dann von Maybelline ein Concealer, und zwar den Fit Me Concealer. Den werden sehr, sehr viele von euch bestimmt kennen. In der Farbe 10 habe ich mir den geholt. Der ist jetzt auch nicht so ultra super hell zum Highlighten. Also es funktioniert schon. Den habe ich auch heute auf meinem Gesicht. Ja, damit habe ich halt unter meinen Augen, der Oberlippe und ein bisschen am Kinn gehighlightet. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Wie gesagt, der könnte ein Tick heller sein. Ich glaube, ich habe auch nicht das hellste genommen. Es gibt da noch eine hellere. Vielleicht besorge ich mir die auch noch. Der ist super, super cremig. Also der lässt sich wirklich sehr, sehr schön auf dem Gesicht und unter den Augen speziell verteilen. Muss allerdings dazu sagen, dadurch, dass er so cremig ist, verkriecht er sich auch sehr, sehr schnell unter den in die Fältchen unter dem Auge. Deswegen muss ich den auch immer sehr, sehr schnell mit einem Puder setten und dann funktioniert der wunderbar. Von P2 ein Line in Color Contouring Matte Eyeshadow in der Farbe 020 Peanut Butter Biscuit. Wunderschön. Trage ich auch heute auf meinen Augen. Diese Peanut Butter Farbe, das passt wirklich super, der Name dazu. Wirklich sehr schön, um sie als Blendefarbe zu verwenden. Dann diese dunklere Farbe, um es wirklich ins äußere V und in die Lidfalte zu geben. Diese schwarze Linerfarbe habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich trage diese Lidschattenkombination jetzt wirklich schon fast eine Woche lang. Wirklich super, super schöne Farben, lassen sich wunderbar verteilen und hält auch natürlich mit einer Base den ganzen Tag. Ein Augenprodukt von Max Factor und zwar den Wild Shadow Pencil 2 in 1 Gel Shadow and Liner in der Farbe 05. Das ist so eine schöne bronzige Farbe, lässt sich wunderbar gleitend geschmeidig auf dem Lid verteilen. Also das ist wirklich eine schöne Farbe und es kühlt extrem. Wenn man das zum Beispiel komplett auf das Augenlid aufgibt, das hat so einen kühlenden Effekt
Und ja, die Farbe ist natürlich wunderbar. Kann man als Base auftragen und darüber halt dann nochmal Lidschatten geben oder an sich auch als Lidschatten oder als Liner verwenden. So, das waren jetzt die Sachen vom DM. Dann war ich bei Müller gewesen und ich habe keinen Müller in meiner Nähe. Umso erfreuter war ich gewesen. War das jetzt Deutsch? Umso mehr hat es mich erfreut, als ich in Nuisenburg war in dem Zentrum. Da gab es einen Müller. Und Müller hat Make-up Factory. Und dann habe ich dieses schöne Teil hier entdeckt. Und das hat mich extrem an die Bobbi Brown Shimmer Bricks erinnert. Das hat nämlich hier so einen Ombre-Effekt von hell zu dunkel. Und ich dachte mir, ist ja voll der geile Highlighter bzw. Bronzer. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich Lidschatten ist. Ist ja egal. Kannst du ja Make-up, da gibt es keine Regeln. Du kannst das als Highlighter verwenden, habe ich auch schon gemacht. Sieht super schön aus. Als Bronzer, wie gesagt, mit den dunkleren Farben oder auch als Lidschatten. Die heißen Diamond Strips und habe ich in der Farbe 20. Dann war ich bei Galeria Kaufhof mal gewesen. Und zwar an dem Lancôme-Stand. Da habe ich mir, das ist auch schon länger her, diese Mascara von Lancôme besorgt. Die Hypnose Volume à Porter. Übrigens habe ich diese Mascara auch in meinem Herbstlook aufgetragen. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch unten. Und ja, ich finde die Verpackung total cool, so verchromt. Das Bürstchen finde ich auch cool. Ich liebe ja Gumminoppenbürstchen, das sind meine Favoriten. Das ist eine natürliche Mascara, die verklumpt nicht die Wimpern. Die trage ich auch heute, wenn ihr das sehen könnt. Und dann noch ein Produkt von Lancôme, und zwar ist das ein Le Crayon Kohl Kajal in der Farbe 016. Also einfach ein Kajalstift, aber in einer Bronzefarbe. Den trage ich auch unten auf der Wasserlinie. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Super schöne Farbe, lässt sich sehr geschmeidig auftragen. Ähnelt übrigens auch dem anderen Liner von Max Factor, den ich euch vorhin gezeigt habe. Der ist aber mehr bronziger und den kann man auch gut auf der Wasserlinie, wie gesagt, auftragen. Und da bleibt der auch. Ist mal was anderes als immer schwarz. Ich habe immer so oft schwarz auf der Wasserlinie oder auch mal einen helleren Kajal, um das Auge zu öffnen. Aber einfach diesen Augenlook, den ich jetzt trage, trage ich, wie gesagt, schon seit einer Woche. Diesen P2-Lidschatten mit diesem Kajal auf der Wasserlinie finde ich total schön und ja, so ein bisschen Bronzy-Look. Dann kommen wir zu MAC. Drei Produkte von MAC. Und zwar habe ich sehr, sehr lange überlegt, mir diesen Highlighter zu kaufen. Und zwar ist das der Soft and Gentle. Ein echter Klassiker. Ist ein Highlighter. Und ich habe immer von sehr, sehr vielen gehört, erstens, wie toll er ist. Und dann aber auch gehört, wie scheiße er ist, weil er so viel glitzern soll. Ja, als ich den geöffnet habe, dachte ich auch, was kommt mir da alles hier entgegen? Das habe ich zum Beispiel bei dem Mary Luminizer von The Balm überhaupt nicht. Also hier kommen schon so ein paar Stückchen entgegen, aber ich trage den auch auf meinem Gesicht, auf den Wangenknochen als Highlighter, über der Oberlippe, auf meiner Nasenspitze und ich finde den aufgetragen wunderschön. Dann noch zwei Lip Liner von MAC und zwar einmal Spice, den habe ich schon länger. Das ist eine wunderschöne Farbe. Wenn ihr diese Farbe nicht besitzt, kauft ihr euch. Und einmal in Cork. Das ist eine dunklere Farbe. Also Spice ist mehr so rot, bräunlich-rot. Und Cork ist halt so eigentlich nur braun. Den trage ich auch heute. Habe damit meine Lippen umrandet und auch ausgefüllt. Und dann bin ich nochmal mit zwei Lippenstiften von MAC drüber gegangen. Ja, sind zwei wunderschöne Farben. Ich stehe auf Nude-Lippen. Ich stehe auf braune Lippen. Und für den Alltag wirklich super geeignet. Dann habe ich noch fleißig bei Amazon geshoppt. Das kommt leider bei mir sehr, sehr häufig vor. Nicht gut. Und zwar fahre ich jetzt total auf Lidschatten ab. Ich meine, ich habe immer Lidschatten gehabt, war aber ehrlich gesagt immer zu faul, es zu benutzen und konnte auch nie damit richtig umgehen. Habe auch früher nie die passenden Pinsel dafür gehabt, aber jetzt bin ich so richtig in diesem Lidschatten-Ding drinne. Es folgen auch noch weitere Looks. Seid gespannt und haltet eure Augen offen. Und zwar von The Balm, die Nude Tute Palette habe ich mir bestellt. Die habe ich übrigens auch in meinem
Herbstlook, auch in meinem Herbstlook-Video, das ich euch, wie gesagt, unten verlinkt habe, benutzt. Da war ich allerdings ein bisschen verwirrt, glaube ich, denn ich habe den Lidschatten aufgetragen. Ich habe euch aber nicht gezeigt, welche Farbe ich benutzt habe. Hat matte Farben sowie auch schimmernde Farben drin enthalten und ist auch sehr herbsttauglich, zum Beispiel mit dieser Farbe Sexy, dieser Bordeaux-Farbe, die ich auch in diesem Look verwendet habe. Und ja, lassen sich gut verblenden, die Farben. Und ja, ich liebe sie. Außerdem finde ich die Verpackung von The Born immer so cool. Ich finde die richtig schön. Und noch eine Lidschattenpalette, und zwar von BH Cosmetics, die Galaxy Cheek Palette. Da sind 18 Baked Eyeshadows drin. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal die Farben an. Die sind alle nach Planeten benannt. Das sind gebackene Lidschatten. Die könnt ihr trocken sowie auch nass verwenden. Da gebe ich gerne auf meinen Pinsel Fix Plus von MAC und gehe dann in die Farben rein. Dann werden die richtig, richtig intensiv. Finde, das ist einfach nur der Knaller, diese Palette. Ja, um einfach mal was anderes auszuprobieren, fand ich die total super. Und die ist echt nicht teuer. Wenn euch das interessiert, guckt da gerne bei Amazon vorbei. Und ja, ich glaube, so jetzt mit einem Kosmetikeinkauf reicht es auch erstmal. Denn ich möchte natürlich auch meine Sachen aufbrauchen. Und wenn man immer nur neu dazu kauft, habe ich irgendwie gar nicht die Chance, irgendein Produkt leer zu machen. Und bei Kosmetik zum Beispiel, wie jetzt bei einem Highlighter, ich glaube, den kriege ich in 10 Jahren nicht mehr leer. Ja, so sind wir Frauen halt, ne? Ein bisschen verrückt. Das war's mit meinem gemixten Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, folgt mir gerne auf Facebook und Instagram. Verlinke ich euch wie immer alles unten. Abonniert gerne meinen Kanal, so verpasst ihr auch nie ein Video von mir. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!